möglich. Von dem ersten bis zum dritten Platz alles völlig offen. Sie haben es in der Hand. Werden die beiden so nervenstark sein? In der letzten Saison waren Larissa Selezneva und Oleg Makarov nicht dabei. Aber 85 waren sie bereits Zweite der Weltmeisterschaft und auch Zweite der Europameisterschaft. Dreifache Tolob nebeneinander gesprungen. Das sieht man auch in einem solch starken Feld sehr selten. Nur die kanadischen und amerikanischen Paare zeigen diese Sprünge öfters. Ein sehr weit hinausgeworfenes Doppelachsel. Eine gelungene Kür, da kann man nicht anders sagen.
Larissa Senesneva, Oleg Makarov. Vielleicht haben Sie auch schon die neuen Weltmeister gesehen, aber da muss man abwarten, welche Noten die Preisrichter ziehen. Auf jeden Fall eine Mischung aus Sport und Tanz. Auf der einen Seite eine dezente Grazie, und zwar nicht überspannt in den Gesten, sondern ausdrucksstark und homogen als Paar. Nicht zu vergessen die Höchstschwierigkeiten, die beide gezeigt haben. Ja, bis zur Weltmeisterschaft sind ja noch 3 Wochen Zeit, aber Europameister können sie werden. 2x die 5,9, nur 1x die 5,7, also auf jeden Fall eine höhere A-Note als Valova Vasiljev, die Titelverteidiger des letzten Jahres. Und die B-Note, 2x die 5,6, 1x die 5,9. Hier in der Halle ist im Moment die Hölle los. Gordejeva Grinkov